Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Unboxing. Wir haben diesmal hier ein LG und zwar das G4. Kein Samsung wie bei uns gewohnt, aber man muss ein bisschen Abwechslung drin haben. So sieht das Ganze von oben aus, ganz schlicht weiß gehalten mit einem Aufdruck. Dann haben wir hier die andere, die Seitenansicht. Da sehen wir so ein, also eigentlich relativ schlicht gehalten und so einen leichten Bogen drin. Dann sehen wir hier die Daten. 5,5 Zoll IPS Quantum Display, 16 Megapixel Lasercam mit einer Blende mit von F1.8, 8 Megapixel Selfie Kamera und einem Color Spectrum Sensor, der die Farben dann von dem Display an die Umgebung anpasst, soweit ich das richtig kapiert habe. Und hier haben wir das schöne Ding mit Echtlederrückseite. Das habe ich gar nicht gewusst, als ich es gekauft habe. Also fühlt sich auf jeden Fall am Anfang relativ, für den Anfang relativ gut an. Von vorne sieht es relativ schlicht aus. Das hinten sieht eigentlich auch relativ schlicht aus, aber echt edel, muss man sagen. Positiv überrascht. Seiten an sich gibt es keine Knöpfe auf der Seite. Relativ unten haben wir auch keine richtige Buttons. Auf der rechten Seite gibt es auch keine Buttons. Unten der USB 2.0 Anschluss und der Kopfhörer Anschluss und das Mikrofon. Oben haben wir dann noch einen Infrarotsensor und ein zweites Mikrofon. Jetzt gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Da haben wir die Anleitung, die eigentlich sowieso keiner braucht. Mit einer bestimmten Nummer, die ich jetzt nicht scharf stellen werde und auch nicht scharf bekommen. Dann haben wir hier noch die andere Abdeckung, die bei der Ledervariante dazu geschickt wird quasi. Das ist die goldene Version, die mit den meisten Abdeckungen bzw. Hüllen auch passt. Die Lederversion passt nicht bei allen Hüllen, oder bei fast gar keinen, glaube ich sogar. Da haben wir den 3000 mAh Akku, mindestens 2900, aber eigentlich 3000. Ich weiß auch nicht, was es mindestens eigentlich heißen soll. Also ich gehe davon aus, dass der 3000 hat, wenn das als Spezifikation da angegeben wird. So, dann haben wir hier das Netzteil. Das soll ein relativ kurzes Unboxing sein. Da kann man oben ein USB-Kabel anschließen, so wie es bei den meisten Handys eigentlich ist. Da haben wir das schöne Stück auch schon. Alles in weiß, soll ein bisschen elegant, so ein bisschen auf Apple. Apple hat, glaube ich, mit der ganzen weißen Geschichte angefangen. Jetzt läuft mein PC gerade ein bisschen warm. Da die Quadbeat Premium Earphones in der Version 3. Es wird irgendwie nicht alles so wirklich scharf. Das nehme ich gerade noch mit meinem S3 auf. Da sehen relativ cool aus. Sogar ein Stoffkabel auf der unteren Seite. Oben da wieder Gummi. Raus. Da haben wir das schöne Stück jetzt auch. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das anmacht. Ich als Samsung-Fan mache das eigentlich seitlich an. Oder als Samsung-Fanatiker kann man quasi sagen. Und jetzt muss man da hinten drauf drücken auf dem Home-Button auf der Rückseite. So, jetzt starten wir das Ganze mal. Ich hoffe natürlich, das Ganze gefällt euch auch. Das ist jetzt mein erstes Unboxing, was ich alleine mache, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Ja, mehr kann man, also viel mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich mache noch ein extra Video dazu, wie das Ganze softwaremäßig aussieht. Wann das rauskommt, weiß ich noch nicht. Das war jetzt auch ein ziemlich spontanes Video. Ich habe auch die ganzen Folien einfach mal dran gelassen. Ja, ich hoffe natürlich, es gefällt euch. Bin gespannt, so alleine mal ein Video zu machen. Auch mal mit einem Schnitt zwischendrin. Normalerweise mache ich eigentlich keine Schnitte rein, aber da habe ich jetzt welche reingemacht. Bin ich echt gespannt. Wenn ihr was zu verbessern habt, es gibt immer was zu verbessern, dann sagt es einfach. Da sieht man auch die Form, ist so ein Curve-Display. Soll also besser an der Hand liegen. Liegt auch relativ gut in der Hand, muss ich sagen. Also für so ein 5,5 Zoll Smartphone. Softwaremäßig, wie gesagt, mache ich beim nächsten Video, bei einem anderen Video. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis
dahin.